Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Teil von meinem Let's Play. Herzlich willkommen bei Tomb Raider. Genau. Rise of the Tomb Raider, um genauer zu sein. Und wir waren gestern schon relativ weit gekommen. Ja. Und jetzt geht's weiter. Wenn es denn fertig geladen hat. So, jetzt muss ich erstmal wieder schauen. Wo ich denn gestern hier stehen geblieben war. Es führt nichts dran vorbei, ich muss darunter. Also los. Ah. Nein. Bin aber auch selten dämlich. Ich denn? Muss mal schneller machen, aber naja, gut, das passiert mir, denke ich, jetzt nicht noch mal. Nein, da. Okay. Ich hatte eigentlich nach oben gedrückt, aber na gut. Dann starten wir eben wieder hier, bitte. Stopp. Nein, nein. Das fängt schon gut an. Man muss warten. Dieses ja, blödes Signal auftaucht.
Nein. Nein, what the fuck? Ich bin wieder da, wo ich gerade runtergegangen bin. Aber das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Denn damit weiß ich, ich nicht so komme wieder zurück. Ja. Nein, ich hebe mir meine Pfeile. Okay, hier gehe ich noch nicht lang. Kokos von Nicea, der Astronom. Will ich hier weiter? Das ist so die Frage. Oh, Mann. Da komme ich auf jeden Fall wieder zurück. Sowas ist natürlich sehr, sehr blöd, wenn man nicht weiß, wo lang soll es jetzt gehen. Ich schlage erstmal in die anderen Höhlen, was da so ist, beziehungsweise hier überhaupt was ist. Weil es könnte ja sein, wenn die irgendwie dieses Grab nimmt, dass es stürzt. Das möchte ich eigentlich nicht.
Hier müsste ich jetzt alles haben. Schon. Schauen. Ah, es gab einen Gang. Der Prophet muss Anhänger haben. Hier schon, glaube ich. Und dann können wir jetzt mal, wenn ich es finde, hier war es nicht. So, jetzt fängt es hier ordentlich an zu schiffen. Aber nicht im Spiel, sondern in der Wirklichkeit. So, jetzt hat auch bei uns der Starkregen Einzug gehalten. Aber weiter geht's. Wir gehen jetzt ans. Wieder leer? Nein.
So, das war's. Ich dachte, die Höhle stürzt ein oder sowas. Das ist ja so häufig aus den vor allem vergangenen älteren Spielen. Mal alles heil geblieben. Okay. Schon sind wir aber da draußen. Wo muss ich denn hin? Passiert. Afghanistan, eins in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack. Ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Sowas habe ich noch nicht. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Er ist tot. Hier. Ist das nicht das Gutes?
von ihm.
Ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was du hast. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal geschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Mhm. Sowjetisches Schild. Lenin lebt. Lenin lebt. Lenin wird immer. Schon der gerade Teil 2 von 4. Ist gerade nebenbei meine Birne.
haben wir allerdings nicht. Sei Dank. Ich möchte die. Außer du sagst mir, dass ich es. Nicht nur du. Deine ganze Familie. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Okay. Dann mach das. Ich werde dann heute übrigens diese aufgenommenen Teile zurechtschneiden und auf meinem YouTube-Kanal noch hochladen. Und das gibt's doch nicht. Benötige einen Dietrich. Ach, na schön. Gib mir einen. Kann ich jetzt die Waffen wechseln? Aha. Nein, nein, ich bleib doch lieber dann bei dieser Waffe. Die gefällt mir so ein bisschen besser. Hier oben lang. Oh nein. Fuck. Wenn nicht, setzen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir da irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Ganz ruhig.
Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Folg hier. Das ist eine neue. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Glauben. Teil der göttlichen Quelle. Wo? 4? 6? Was machen wir mit ihm? Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch einen Treibstoffleck. Passiert. Das Ding ist nicht Jahre alt. Wir dürfen den Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, mach das. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Ja. Fehle ich erledigt. Das sind schon mal 3. Das sind 4. So, jetzt fängt es echt an, spannend zu werden. Brennt dieser Tank vielleicht da unten?
Nein. Du sollst nicht ins Feuer rennen. Nein. Okay. Nicht an der Arbeit hindern. Was ist da? Scheinbar nicht. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Brutal. Gefährlich. Aber er ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich... ...liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit wissen wollen? Seine Männer... ...in einem... ...Situation. Das eine... ...und wenn... ...was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Aus, was er weiß, das Einheimischen zu könnte nützlich sein.
schneller zur Messung kommen. Schnell bekommen Sie von uns den Kopien und sparen mit der... Weg. Nicht schießen. Was da aber schön gesagt. Und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf
und ziehen sich zurück. Aber nur vielleicht. Lust der Treibstoff ganz kurz weg. Das ist eine Leiter. Dann nehmen wir die Leiter. Gerade das, was man haben möchte, wenn man irgendwo. Ich könnte darauf verzichten. Okay, hier wollte ich eigentlich noch gar nicht hoch. Was? Noch was? Nein. Nein, hier möchte ich jetzt noch nicht runter. Mal mit. Menschen. Nachdem wir können wir uns mit dem unterhalten, bestimmt. Später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten uns zerstören. Repeat. Kommen Sie ausschalten. Helfen Sie mir. Ich sage den anderen, dass man. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Ach, jetzt wartest du erstmal du. Weil. Gemütlich ans Fenster setzen. Und das bringt. Jetzt schon ausgeraubt in dem Sinne. Ist hier etwas? Aber. Bitte. Die installiert haben.
was hier oben. Dieser Gefangene. Davon habe ich genug. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ich hier anfangen soll. Was soll das? Die Füchse sind mal, Mann, vor diesen. Ah, hab ich mich jetzt erschrocken. Mann. Herz. Mein Herz. Ja, es tanzt. Ja. Nein, ich will noch nicht runter. Es ist echt so die Frage, was mit tun. Vielleicht nur mit gehen oder.
Was ist mit dem anderen? Oh. Trinity will an die Quelle. Ich will finden, was sie wissen. Mein lieber Herr Eisangsfan. Mich jetzt erschrocken. Diesen ganzen Viehzeug. Also oh. Genommen, dass ein bisschen streamen werde und es wahrscheinlich nicht schaffen, jeden Tag die Videos auch auf YouTube hochzuladen, aber ich versuche, da ich die Videos ja für YouTube auch schneiden und kürzen Teile zerlegen muss, versuche ich das mindestens zweimal die Woche zu tun. Garantiert, dass ich das eigentlich tue. Ja, und ansonsten findet ihr natürlich die Videos hier auf Twitch und eben die Highlight-Videos auf YouTube. Wenn ich ganz sicher bin, ob ich die Videos cutte und YouTube hochstelle oder ob ich sie schneide oder ob ich sie zusammen also so lasse und dann eben in Einzelteilen hoch. Das ist hier total blöd. Sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? Stand denn da? Ach, schießen, ich hab verstanden, schieben.
Das ist tatsächlich nicht. Das ist hier auch total weit. Ob hier über. Ich finde es zwar auf. Dass es hier so vielseitig und weitläufig ist, aber das ist dann fast zu weitläufig, weil für mich ergibt das jetzt eben ja eigentlich schon, aber nicht den. Wasser? Angst, dass sie Wölfe kommen. Ich habe keine Munition mehr. Das heißt, ich muss jetzt notgedrungen erstmal wieder auf Bogen stellen. Also. Auch nicht. Die haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten. So, wir haben wie immer ein Problem mit Verbindung. Wie gesagt, ich werde mich heute noch an den Computer setzen. Ich werde sehr wahrscheinlich ein Highlight-Teil machen. Reinkommt. Und ich werde aber die Teile schneiden und dann einzeln hochladen. Es dauert ein bisschen, mal so auf YouTube rein. Im Chat ist mein Kanal verlinkt. Und ja, dann uns auch, hoffe ich. Und ich hoffe ja, dass mal ein Angebot für eine Kinect-Kamera bekomme, da ich es mit 50 Euro relativ teuer fand. Und viel. Aber da muss ich schauen. Eine Münze mit einer Stadt. Nein! Scheiße. Oh Mann. Ich runter.
Da oben lagen noch so Geheimnisse und so Gedöns. Die goldene Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Oh. Ich wollte hier nicht runter. Fuck. Welcher Weg ist denn jetzt besser? Was ist das denn? Ach Mann. Nee, das ist... Ist das nicht der normale Weg, wo ich herkam? Na doch. Kurz mal schauen. Das muss ein Teil des Mus sein. Los geht's. Erstmal an Land gehen und erstmal schauen, was ich denn hier finde. Ob ich was finde, besser gesagt. Ach. Ist das spannend? Ja. Ja, da komme ich ja noch nicht. So. Ich mach mal ganz kurz Pause. Es geht direkt weiter.
So, weiter geht's. Es tut mir leid für die langsame Verbindung. Wenn ich den Stream beendet habe, dann geht's schneller. Beziehungsweise dann könnt ihr euch das noch. Muss das Wasser hier raus. Vielleicht, wenn ich schieße. Tatsächlich. Schauen wir mal auf YouTube. Das liegt hier echt an der Verbindung. Es tut mir. Wenn ihr. Ja, wie gesagt. Mit dem. Entweder mir bleibt nur diese Option. Entweder ich. Mache das Ganze so, dass ich. Auf einer niedrigeren Qualität streame. Dann ist es so, dass auch kein Spaß macht. Und sollte es tun. Wie gesagt. Total scheiße, dann könnt ihr zwar flüssig alles sehen. Oder mir bleibt eben die Option, dass es gestreamt wird. Ist von der Qualität her. Das Wasser erodiert alles. Mit dem Tempo ist in einem. Ich muss wieder darauf. Was ja auch so einen Screencaster holen. Der ist zwar relativ teuer. Genau, Wunschliste ist mal natürlich die nicht beim auch sehen könnt. Was ist denn jetzt los? Aber dann ist natürlich die Interaktion mit dem Chat natürlich auch. Screencaster habe. Deswegen auch wenn etwas komische Art und Weise machen. Ja, mit dieser mehr oder weniger schlechten Qualität im Stream erstmal leben müsst. Was mir persönlich auch nicht unbedingt beim Stream die wahnsinnige Freude macht, aber es ist eben nicht anders möglich und ja. Wir müssen erstmal versuchen, damit klarzukommen. Mir wäre es eben wichtig, dass ich euch sehen kann. Aber dafür brauche ich eben die Kinect. Die ist eben. Scheiße. Machen.
Ich muss, so wie es aussieht, die eine Sprengladung hier mit rübernehmen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich denke eher nicht. Anderen ist doch eigentlich. Jetzt gar nicht. Habe ich es jetzt versaut? Ich muss doch hier. An der Wand. Die verändert sich. Muss das garantiert auch. Das da wäre. Sofort. Ah! Los! Kann das aufs Floß, denke ich, werden? Vielleicht. Das kann ich dann doch. Nee, das hat nichts gebracht. Ich jetzt.
jetzt? Nicht so leicht. Scheiße. Jetzt habe ich den Dreh raus. Ja. Nein, ich muss warten, bis der da am Tor vorbei ist. Habe ich das erst verstanden? Das ist auch einfach. Ich werde jetzt auch mehrere deponieren, damit meine Chance größer wird. Wobei, zwei lasse ich es jetzt. Jetzt habe ich das echt erst verstanden. Warten. Ist der da wieder?
Okay. Müsste ich durchschwimmen können. Hier durch. Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit der Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Okay. Noch eine Barriere. Aber wie überwinde ich die? Jetzt sehr wahrscheinlich. Da so ein Ding nach oben schaffen. Beziehungsweise hier präzise durch dieses Fenster werfen. Und ich weiß. Gut, das hat nicht geklappt. Scheiße. Aber ich glaube, die Chancen, die sind relativ niedrig, oder? Okay.
rein. Hoch, hoch, hoch. Scheiße. Hier komme ich einfach nicht rum. Shit. Da komme ich einfach nicht lang. Jetzt beende ich den Stream erstmal für heute und wir sehen uns dann.